Willkommen auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Medieval Dynasty. Und irgendwo da hinten ist der Unhold gerade aktiv. Ah, da ist er. Da ist er. Ja, den Jägersmann, den kannst du kaum sehen. Der ist getarnt. Ja, der war gerade schön jagen. Ich war gerade schön Brennholz herstellen, weil wir hatten nicht mehr viel. Jetzt haben wir wieder sehr viel. Ich kann mal kurz gucken. Verwaltung. Und, warum habe ich nur Brennmaterial 4? Jetzt verstehe ich das. Es gibt 4 verschiedene Sachen im Brennmaterial. Jetzt verstehe ich das. Die Stöcker können, die Holzstämme und die Bretter. Ja, dann nehmen wir lieber Brennholz. Ich dachte, ich habe nur 4-mal Brennholz. Nö, dann haben wir genug. Ah, dann muss man da ja mal richtig gucken. Durstlöscher, ja, Miet. Dann ist der immer schön blau. Einmal mit Milch. Ich muss mal den Eimer mit Wasser herstellen. Aber erstmal bringe ich meine Kohlsuppen, die ich gerade hergestellt habe, hier mal rein. So, das einmal hier rein. Ich habe nämlich eine Menge Kohlsuppen hergestellt. Davon behalte ich jetzt, ja, 2. Für mich. Für den Weg. Habe ich noch einmal hier rein zu werfen. Ja, Trockenfleisch. Kann sich der Unhold gerne holen. So, und irgendwo habe ich hier, glaube ich, noch einen Eimer. Den werde ich da mal reinpacken. Damit der Unhold immer schön zufrieden ist. Wobei er bei sich auch einen Trinkschlauch. Ich habe hier auch noch einen Trinkschlauch. Den muss ich aber mal für mich mitnehmen. Denn auch ich möchte etwas trinken. So, wo war der Eimer? Irgendwo war hier ein Eimer. Einfach Rucksack, Eimer. Den einfachen Rucksack kann ich eigentlich auch verkaufen, ne? Brauche ich nicht mehr. Kann weg. Einfaches Säckchen, das behalte ich. Kann noch irgendwas weg. Der Hirschschädel weiß ich nicht, den würde ich ja ganz gerne anbringen. Ich weiß aber nicht, wie hölzerne Filiole, da muss ich alles behalten. Kupferbahn, kleiner Weidenkorb, was machen wir? Dekorationsgegenstand. Werkmark, okay. Für ästhetische Zwecke. Kann mit Gewinn verkauft werden. Ja, dann kann er weg, weil Ästhetik ist bei mir noch nicht. Madeira Wein, Madeira, ja. Der bleibt hier, der gehört hier auch rein. Rasimirs Schuhe könnten eigentlich weg. Weil ich habe schönere Schuhe. Ich glaube, ich muss mich auch umziehen. Aber noch beschwert er sich nicht, dass ihm zu warm ist. So, dann, wo ist denn mein... Da. Füllen wir das Ding mal auf. Verwenden. Mach mal Eimer voll. Genau, den Eimer und mein Trinkschlauch mal auch mal voll. Sehr schön. Und dann will ich gleich mal nach wie heißt denn das nochmal, Örtchen? Kostovia, genau. Nach Unigos wollte ich gerade sagen. Nee, aber zu Unigos möchte ich, weil ich muss meine Steuerschuld begleichen. Sonst kriege ich Ärger. So, das. Nee, die Holzschalen kommen hier nicht rein. Nee, das war's auch schon. Ja, und alles, was ich jetzt nicht brauche, packe ich hier rein. Achso, ich muss ja noch eine Hütte bauen. Stimmt ja. Sonst geht das wieder so wie mit Unhold los. Ich suche mal einen neuen Bürger. Und stell da fest, huch, ich habe doch gar kein Haus. Muss er wieder lossprinten. Da muss ja nicht sein. So, die Kohlsuppe. Kupferpfeile muss ich ja nicht nehmen. Recurve-Bogen. Ich habe auch so viele Bögen dabei, ne? Langbogen. Meine Herren, was ist denn los hier? Äxte ohne Ende, wobei die werde ich, glaube ich, erstmal behalten. Bronzepfeile, meine. Guck mal, 3 Stück. Eine Bronzeaxt, die ist fast fertig. Komm, dann packe ich die mal zurück. Die anderen beiden behalte ich. Die werde ich gleich verschleißen. Holzspeer braucht kein Schwein mehr. Kupfermesser muss ich mitnehmen. Leinsamen kommt hier erstmal rein. Ja. Leder, da wollte ich noch Dings draus machen. Aus dem Pelz nicht. Rekurfbogen, Steinmesser. Packe ich mal rein. Steinpfeile. Die behalte ich. Ansonsten. Rest nehme ich mit. Ja. Genau. So, jetzt wollte ich was bauen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ach ja, eine Hütte. Das war's. Eine Hütte. Und die werde ich gleich hier gegenüber hinstellen, weil das kurze Wege, ne, hier raus in die Kräuterhütte reinstolpern. Perfekt. Okay. Ein kleines Hütchen. Für das Mütchen. Ja, ich weiß auch nicht. Da war ja was. Kann ich gar nicht machen. Ich kann kein Haus mehr bauen. Ich glaube, meine
Reputation muss dazu steigen, oder? Lass mal gucken. Dynastiepunkte. Er zeigt mir das nicht an. Steuern, Bevölkerung 2. Arbeiter 1 von 1. Gebäude. Kann ich nur einen Arbeiter haben? Ist das echt so? Ey, das muss ich erweitern. Aber ich glaube, das geht über die Dynastie, ne? Oder? Entwicklungsstufe kleiner Bauernhof. Ja, da muss ich weiterkommen. Wasserbedarf. 30 Liter? Oder was? Am Tag? Und 75 habe ich oder was? Nahrung? Holzbedarf. Geht das wahrscheinlich, was ich gesamt habe, oder? Keine Ahnung. Weiß nicht. Aber wie kriege ich das jetzt größer hier? Mit der Reputation? Ich werde erstmal meine Steuern zahlen gehen. Verdammt. Das ist ja bitter. Ich könnte eigentlich auf dem Weg mal ein paar Kräuter einsammeln. Dann muss ich das jetzt mal selber machen. Sind das nicht Kräuter? Warte mal. Sind die Kräuter? Das sind doch Kräuter. Das hier? Ja. Löwenzahn. Gänseblümchen. Mal so ein bisschen Kräuter einsammeln, damit ich vielleicht auch mal was herstellen kann. Das wäre nämlich auch mal interessant. Wie gut lassen sich solche Tränke verkaufen? Weil das ist auch der Grund, warum ich eigentlich so eine Kräuterhexe einstellen wollte. Aber oh, das ist schon wieder, ne? Das muss ja keine Frau sein. Kann ja auch ein Kräuterhexer sein. So. Ist mir eigentlich egal, wer da macht. Oh! Überleben! Sehr gut. Das ist gut. Siehst du, dafür hat sich das Bücken doch schon gelohnt. Da ist noch was. Weil diese Sicht ist schon super, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so Tränke sich auch ganz gut verkaufen lassen. Ach ja, das gute Johanniskraut. Ja, und deswegen alleine habe ich schon die Saison länger gemacht, weil dann kannst du schön die Saison nutzen, um Sachen einzusammeln. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit Sachen einsammeln hier, ne? Und wenn ich natürlich 30 Tage mache, kann ich auch mal so einen Tag sagen, okay, ich mache mal ohne Aufnahme irgendwas, verdiene mal ein bisschen schnell Geld oder so. Damit wir dann besser vorankommen. Weil wenn ihr jetzt immer hier beim Pflücken zuschaut, das ist ja irgendwie auch nicht so Sinn Zweck der Übung. Wobei gut, das gehört ja auch dazu, ne? Gut, die Beeren lasse ich nochmal da. Da warte ich noch auf Sommer. Komische Geräusche irgendwie. Komisches Tier irgendwie. Ah ja, und jetzt weiß ich auch, warum ich manchmal vergiftet wurde. Wenn ich was gegessen habe. Man soll sich die Hände waschen vorm Essen. Ja, habe ich eben Tooltip bekommen. Okay. Na, das heißt, wenn da was ist mit schmuddeligen Fingern, dann verdirbst du wohl den Magen. Ist nicht so schön. Wobei, man sagt ja auch, Dreck reinigt den Magen, ne? Aber ich werde gleich mal was trinken. So, vielleicht gleich einmal waschen, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, dreckig zu werden. So, jetzt bin ich sauber. So geht das hier im Mittelalter. Ah, herrlich, herrlich. So. Ab nach Gostovia. Ich wollte schon wieder Unigost sagen. Unigost Town. Dann verkaufe ich meine ganzen Sachen, versuche dann meine Steuern zu bezahlen. Und dann werde ich mal wieder schön hier den Wald roden und einfach Speere herstellen, verkaufen. Ich finde, das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Du brauchst nur einen Stamm. Klar, Löffel geht auch. Brauchst du Stecker? Man kann beides machen. Ah nee, die Löffel kann ich nur... Ja, die kann ich leider unterwegs nicht herstellen. Die kann ich unterwegs nicht herstellen. Das wäre sonst noch ganz cool, ja. Aber dafür brauchst du schon die Werkbank, meine ich, ne? Ja. Guten Tag. Hallo, wollen wir mal... Drogomir. Wer ist denn hier gut in was? Und in was... Ach, guck mal, Roberta kann gar nichts. Ich sollte nicht auf Roberta setzen. Was schnack ich mit der Roberta? Die kann nichts. Doch jetzt. Jetzt kann sie was. Die ist gut im Jagen. Naja, gut nicht, aber ja, ist Durchschnitt, ne? Aber in was musst du denn gut sein bei Kräuterkunde? Landwirtschaft wahrscheinlich. So, jetzt verhöcke ich erstmal Unikos seiner Frau die ganzen Sachen. How are you? Whatever you need, I've got it. Ja, okay, der einfache Rucksack kann weg. Kann weg. Das einfache Säckchen, da habe ich 9 Stück. Da würde ich auch alle weg haben. Bringt schon ganz gut Geld, ne? So, was hatte ich denn noch? Ich wollte noch irgendwas... Hier, der mittlere Weidenkorb kann weg. Ja, 10 Münzen, das ist nicht so doll, aber naja. Der Mensch freut sich. So, was haben wir denn noch dabei? Eigentlich?
Ja, nicht zum Verkaufen. Ja, doch, der kleine Weidenkorb. Zack, weg. So, weg mit der Deko. Kann ich mir noch selber herstellen. Was habe ich denn jetzt? 731 Münzen? See you soon. Ja, ich muss gar keine Speere mehr herstellen. Sehe ich gerade. Unigost, ich möchte Steuern bezahlen. Guten Tag, moin, moin. So, wo ist er denn? Ist denn Unigost? Da. Ja. Ja, da ist er. Hallo, bist du gekommen, dein Steuern? Ja, bitte, das sollte reichen. Wunderbar, Gespräch beenden. Steuern zahlen, Quest abgeschlossen. Ja, ich habe eine Steuern gezahlt. Ich glaube. Hallo, junge Dame. Ist Otto, junger Herr. Entschuldigung. Das ist Olga. So, wo ist der Alvin? Das ist der Alvin. Die Quest muss ich auch mal abschließen. Hey. What can I do for you, Mister? Ich muss weg. Sei brav. See you soon, sir. Okay. Ah, wo ist denn. Ach, da, genau. Das ist diese Alvin-Quest. Ich glaube, ich muss erstmal ein paar Quests machen. So, der Alvin. Ich habe dein Problem mit Dalibor gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Dieser junge Mann hört sonst auf niemanden. Die Idee mit dem Stock und der Geschichte über den Ritter hatte ich von dir. Bevor ich es vergesse. Dobro Mira hat mir dieses Brot als Entschädigung für das Verhalten ihres Bruders gegeben. Aber ich denke, du hast es mehr verdient als ich. Hier, nimm es. Ja, danke. Keine Ursache. Es ist das feinste Brot, das du je gegessen hast. Die Frau unseres Kastellans macht es in Dorfschenke. Die Frau des Kastellans? Von Unigos? Du kennst ihn gut? Nein, eigentlich nicht. Ich verbringe die meiste Zeit auf dem Feld. Und wir haben eigentlich nur miteinander zu tun, wenn die Steuern gezahlt werden müssen. Ja, so wie ich. Also gut, bis bald. Reputation um 10 gestiegen. Warte auf den nächsten Sommer. Okay. Wie kriege ich jetzt meine... Ich möchte gerne mehr Gebäude und so. Ah, das ist sehr belastend, muss ich sagen. Kleiner Bauernhof. Wie steigt mein Bauernhof? Gut, mehr Geld brauche ich nicht. Dann schaue ich... Weißt du was? Genau, da hast du recht. Ich schaue jetzt einfach mal, was ich anbauen kann. Leinsamen. Mir wurden Leinsamen empfohlen. Ich habe da jetzt, glaube ich, 12 habe ich ja mal gekauft und ich glaube, ich habe noch 4 in meiner Truhe. Da bin ich hier aber falsch für Samen. Naja, spielt ja was Feines. So, ja, zeig mir deine Waren. Das ist schön, dass deine Waren nicht enttäuschen. So, was haben wir denn? Was ist denn Flachshalme? So. Wird zur Herstellung von Leinsamen in den Spiel. Spinnrad. Aha. Wird aus Flachs. Leingarn. Aber macht sich das nicht aus Leinsamen? Anscheinend nicht. Also das kann im Frühling angebaut werden. Wie ist denn das? Im Frühjahr oder Sommer gepflanzt werden. Das ist gut. Ich bräuchte nämlich richtig ordentlich Kohl, glaube ich. Ich habe nämlich Kohldampf. Okay. Komm, dann machen wir... Machen wir mal Leinsamen. Wurde mir so empfohlen. Ich kaufe da noch ein bisschen was von. Ich kaufe jetzt einfach irgendwas. Wie viel, weiß ich nicht. Ja, ich muss auch bedenken, ich kaufe jetzt mal 10. Einfach, weil ich da Bock drauf habe. Und dann kaufe ich Kohlsamen. Ja komm, mach 20. Einfach, weil ich es kann. Dann habe ich kaum noch Geld. Und jetzt brauche ich noch Dünger. Ich brauche Dünger, Junge. Dünger, wo ist er denn? Hat der keinen Dünger? Du hast doch Dünger, oder nicht? Ja, klar, so Dünger. Der ist zum Glück nicht so teuer. Es wird nicht reichen, ne? 23. Und hast du nicht mehr, oder was? Doch. Kann ich nur so viel kaufen? Ah. Goodbye. Ah, nicht genug Münzen. Aber jetzt habe ich nicht genug Dünger. Ich weiß, ich muss Karottensamen anbauen. Kann man Karotten eigentlich jetzt anbauen? Habe ich hier also aufs falsche Pferd gesetzt? Hallo, Edwin. How are you? Was mit den Karotten? My wares never disappoint. Ich weiß. Kann ich Karotten eigentlich jetzt auch anbauen? Da, Karottensamen. Im Winter oder Frühjahr? Ah, okay, das würde jetzt auch gehen. Ich werde noch mal kurz ein bisschen Geld machen für Dünger, damit ich die zwei Sachen, die ich habe, jetzt wenigstens anbauen kann. Das wird eine ganz schöne Weile dauern. So, Axt. Dann machen wir mal den Kleinen hier weg.
Schön aufpassen, dass ich nicht drunter komme. Macht es mich nämlich wieder fertig. Das hatten wir schon. So. Und dann mache ich jetzt einfach noch ein paar Speere. Und dann ist es gut. Höger die schön. Man bringt ja auch immer Federn, die kann ich auch verwenden. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, achso. So, weiter geht's. Jo, nee, das ist falsch. Was kann ich machen? Blumentöbel? Da kann ich so unterwegs her. Sitzgelegenheiten? Ja, das kannst du aber nicht hier direkt machen, oder? Ach doch. Okay. Sitzstumpf. Okay, Baumstammhocker. Da wäre mal interessant, was so ein Ding bringt, ne? Ein Baumstammhocker. Aber da brauche ich 200... Da brauche ich 5... Nee, was brauche ich dafür? 500 Münzen. Mal eben. Das ist ja gar nichts. Doch, das ist sehr viel. Außer ich finde irgendwo im Lager wieder welche tollen Sachen zu verkaufen. So, der schnitzt sich erstmal ein. Sehr schön. Und schon bin ich wieder erleichtert. Ah, so anders. Hallo Häschen. Keine Angst, ich tue dir nichts. Das macht der Onol für mich. Der ist dafür zuständig jetzt. Halt, halt, bleib hier. Hier geblieben. Mit den Bäumchen. Ich kann mir vorstellen, dass ich erstmal vielleicht diese Queste abarbeiten muss, ne? Weizen, das läuft ja jetzt, aber Karotten. Ich werde gleich nochmal 15 Karottensaaten mitnehmen. Wobei, da steht ja nur Karottensamen, ne? Muss ich die nur in der Tasche haben, oder was? Ich meine, da kaufe ich mir jetzt Weizenkorn und Karottensamen. Und habe ich die Quest abgeschlossen. Das könnte ja auch sein, ne? Ich möchte ja mehr Leute haben. Handarbeit. Zack. Ich werde gleich mal gucken, ob das geht. Das wäre der Hammer. So, ab zum alten... Nee, nicht zu Onigos. Wieso will ich mal zu Onigos? Mein Gott. Er ist doch nicht das Dorf. Also schon, aber... Ja. So. Ja, ich kann immer die Waffe sagen, nämlich weiß. Sieht nicht gut aus. Gostovia, Gostovia. Gut. Oh, schön. Die Beleuchtung finde ich cool hier. Schon sehr heimelig. Hallo. Hail, friend. Hail, friend. Only the best products here. Ja, me too, me too, me too. 26, 260. Ist nicht viel Geld. Have a good day. Yo. Jo, so haben die früher gesprochen. Auf jeden Fall. So, hallo, ich möchte gerne was verkaufen. Was ist er denn? Ey, nee, verkaufen will ich dir nichts. Kaufen will ich was. Da ist der Schlingel hin. Der macht Feierabend. Bist du das? Nee, das ist der Roch. Hier hocken die alle. Hier ist der Edwin. Also zeig mal deine Ware. Ich weiß, ich brauche noch ein bisschen Dünger. Ich weiß aber nicht, wie viel. Lass mich doch mal Dünger kaufen. 34 ist aber sehr viel. Ja, wobei, wenn ich jetzt... wenn ich jetzt erstmal... das wird schon schwierig, ja. So, was ist mit den Karottensamen? 4 kann ich kaufen. Jetzt bin ich mal gespannt. Have a good day. Tatsächlich. Ich brauche nur die Samen. Ja, dann hole ich jetzt noch den Hallo-Geld verdienen und dann noch ein paar Samen machen. Kaufen, nicht machen. Dann habe ich die Quest doch fertig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann nämlich nächste Stufe erreiche. Bestimmt ist das so. Das muss so sein. Ich brauche mehr Bürgers. So.
Mach mal schnell, mach mal Handarbeit. Mach mal das hier. Und dann kann ich ja mal gucken, vielleicht. Nee, ich glaube, ich habe nur Stöcke. Aus Stöcken alleine. So kann ich, glaube ich, nichts herstellen. Ne? Du brauchst schon Steine dazu. Oh, Säckchen kann ich noch machen. Sehr gut. Ich verhöre euch dann gleich. Säckchen werden genauso hergestellt wie Speere. Wird auch geschnitzt, komischerweise. Okay, was kann ich noch machen? Ich könnte noch Messer machen. Weil ich Steine dabei habe. Ich könnte natürlich jetzt auch Steine sammeln, aber das ist auch so ein bisschen umständlich, ne? Wobei, nee, gar nicht umständlich. Kann ich doch hier wegklöbbeln. Wenn ich eine Spitzhacke dabei habe. Weiß gar nicht, ob ich das habe. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Ah, habe ich eine Spitzhacke dabei? Ich weiß das gar nicht. Könnte sein. Nee. Hat er nicht. In weiser Voraussicht habe ich die zu Hause gelassen. Ah, ärgerlich. Naja, egal. It is, wie es ist. Machen wir ein bisschen hiervon. Kaufen noch Karottensamen und Weizenkörner. Dann habe ich die Quest fertig. Wie geil ist das? Und ich hoffe, dass ich dann da weiter aufsteige. Oh, naja, komm, ich lasse es erstmal. Oh, im Feld! Alle Häschen aufpassen. Wird doch langsam duster, ne? Machen wir mal Licht an hier. Ihr könnt aber schreiben, wie ihr das so findet mit der Third Person. Ich finde das mit gar nicht schlecht, weil jetzt sieht er ganz schnieke aus mit seinen Klamotten, mit dem Rucksack und so. Das hat schon was. Ich will mal Speere machen, bin ich mich gleich überladen. Okay, Speere. Schon lustig, ne? Die Speere. Naja gut, es wird ja was abgeschnitzt. Okay, man verliert ja Material. Das stimmt schon. Von daher passt das schon, ja. So, den noch, da verkaufe ich das erstmal und dann schaue ich mal, ob ich meine ganzen Sachen kriege, die ich brauche. Dann könnte ich auch noch Möhrchen anpflanzen. Und vielleicht auch was Neues kochen dann. Das Schema da gelernt habe. Oder endlich noch ein Baum, sehe ich gerade. Ja, den machen wir natürlich noch eben fertig. Ja, aber hallo. So, da machen wir nochmal schön Speere draus. Und dann haben wir wieder Kohle. Dann werde ich, ja, die Karottensamen kaufen, 11 Stück. Im Optimalfall 6 Weizenkörners. So. Schnell, verkaufen. Hoffentlich, ich denke mal, dass die auch nachts noch... Außer die legen sich... Du bist schmutzig. Okay. Lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Ah, meine Fackel ist im Eimer. Das lässt sich auch gerade nicht ändern. Ich hoffe mal, die handeln mit mir jetzt auch. Ja gut, sie ja sowieso. Seht ihr eh die ganze Nacht hier, Open End. Aber hoffentlich kann ich jetzt auch die Körner kaufen. Die Körners. Hello. Hello. My wares never disappoint. Okay. Okay. I will see. So, 2,40. Da hatte ich noch die Büdels. Einfach Säckchen, da verkaufe ich mal 3. Zack. Hatte ich noch irgendwas? Ja gut, ich habe jetzt einen Haufen Stöckchen, die könnt ihr verkaufen, weil das bringt ja gar nichts. Steine auch nicht. Ja, der Rest. Fladenbrot. Nee, das behalte ich. Dünger behalte ich ja sowieso. Have a good day. Ja. Hier drin ist der. Ist er das? Nee. Alter, ich sehe nichts. Oh! Gut, dass du eine Fackel hast. Ich habe nämlich keine. Was brauche ich dafür? Stroh, oder? Da kann ich mir gleich holen. Und da hielt mir der Mund da drin, ne? Ah, der pennt schon wahrscheinlich, ne? Edwin, wach auf! Ich brauche Karottensamen. Ah, verdammt, ey. Na ja, gut, dann nützt es nichts, dann muss ich zurück. Ah, verdammt. Der Edwin, also. Weißt du, wie spät haben wir es? 21 Uhr, da liegt der sich pennen. Oh, das war damals, glaube ich, mit Alter so, ne? Wenn es langsam dunkel wurde, was willst du denn machen?
Außer die vermehren. Ja, trinken brauche ich jetzt die ganze Zeit. So, reicht das schon? Nein, 4 Stück noch, okay. 1, 2, 3, 4. So, die Musik wird wieder unheimlich. So. So. Ich wollte sagen, was ist denn los? Und ich könnte mal was essen. Das ist eine schöne Kohlsuppe. Zwischen die Kiemen schieben. Na, ich kann eigentlich auch gleich die zweite essen. So, herrlich. Ach, ist das ärgerlich. Ach, hätte ich doch eher Karottensamen gekauft. Naja, gut. It is, wie es ist. So, und die Felder werde ich dann schon woanders anbauen. Wo dann später auch dann die Landwirtschaft betrieben werden soll. Da muss ich gucken. Ja, ist schon wieder völlig fertig. Wie groß ich die Felder mache. Habe ich noch nicht so die Idee. Was ich ja noch nicht entdeckt habe bis jetzt, sind Räubers. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber irgendwann werden sie mir oder ich ihnen über den Weg laufen. Ich weiß auch nicht, ob die hier irgendwie durch die Gegend laufen auch. Oder ob die ja nur in den Lagern bleiben. Nee, die werden auch immer rumlaufen, ne? Oh. Unhold, ich komme nach Hause. Ja, Unhold. Wie geht's dir eigentlich gerade? Lass mal gucken. Wie geht's dem Unhold? 6%. Das ist gut, oder? Hat Unhold alles? Zustand. Sein Zustand? Also Jagdhund, was soll ich sagen? Sein Zustand. Ist das nervig mit den Karottensamen. Dann müsste ich da morgen einmal noch mal kurz hin und das holen. Und das kaufen. Aber erstmal baue ich erstmal an. Ich weiß noch nicht. Ich glaube ja, ist glaube ich besser. Aber Unhold ist auch noch wach. Unhold hält Wache, das ist sehr gut. Breitwegerich habe ich da gerade gesehen. Wo ist er? Ich finde dich, Breitwegerich. Ah, da. Vielleicht kann ich daraus schon was herstellen. Das nervt gar nicht mit der Fackel, wenn die mal ausgeht. Dann bin ich jetzt mal die Kräuterhexe hier. Ein Rezept habe ich... Nee, habe ich noch nicht gelernt, glaube ich. Nee, ist er nicht, okay. Boah, das ist viel praktischer, wenn das nachher jemand für mich macht. Unhold, Junge! Geh ins Bett! Spät! Du. Kostovia, pennen auch schon alle. How are you? Ja. Lass mich dich genauer ansehen. Achso, nee. Hello there. Ist denn Zeit an was Interessantes zu Ort gekommen? Denica, da braucht jemand deine Hilfe. Goodbye. Auf was? Denica? Stimmt. Hatte ich die Quest nicht schon gemacht? Gibt wahrscheinlich eine neue Quest jetzt, ne? Weil ich irgendwie vorangeschritten bin. Ich wollte pofen. Ich will ins Bett. Bis zum nächsten Tag. Gute Nacht. Ah, Nebel. Herrlich. Schöner kann es den Tag noch nicht beginnen mit Nebel. Kleines Bad wäre ganz gut. Und dann... Ey, weißt du was? Ich stratze da jetzt eben hin. Wir kaufen das. Ich will das fertig haben. Dieser Folge noch. Ja, interessiert mich auch nicht. Ich könnte jetzt den ganzen Kram anbauen. Ja, ich weiß. Aber nee, mache ich nicht. Mir lässt das nämlich keine Ruhe. Ich will nämlich gucken, ob wenn ich das abgeschlossen habe... ich dann weiter aufsteige und dann mehr anbauen kann. Das wäre so meine Idee jetzt. Ich hoffe, das klappt so. So wie es mit Unhold. 6%. Irgendwie ist es so, so Durchschnitt, ne? So Durchschnitt zufrieden. Ja, und er wird auch nicht jünger. Er ist auch schon 20. Auch schon 20. Schon alter Knochen ist das. Ja, der Unhold. Ich bin ja selber 19. Für mich ist er dann quasi alt. So, ja gut, einmal kurz noch nach Kostovia. Saaten kaufen. Und
hoffentlich feststellen, dass das funktioniert, was ich mir vorstelle. Das wäre so das Optimum. Lalalala. Ach, was ist das schön. Was finden wir hier für Kräuter? Was ist das denn? Der gute alte Breitwegerich. Ich finde das ein bisschen schade, dass es Ausdauer braucht. Ups. Auf der anderen Seite wird es nicht brauchen. Dann wird es die ganze Zeit so rumlaufen, ne? Da ist noch ein Breitwegerich. So. Da ist Johanniskraut. Jo. Nimmt er mit. Da sind hier irgendwelche Morchels. Schöner Speisemorchel. Herrlich. ASA-Horn. Da konnte ich reingucken eben. Ja, dem Baum geht's gut. Der ist ja hohl. Das ist ja voll die Mogelpackung. Das ist doch Beschiss. Das ist ganz schön windig. Das ist ganz schön windig hier, sag mal. Krass. So, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich noch? Ich habe jetzt 23. Das wird ja wohl reichen für, wir sind das jetzt eigentlich? 11 Karottensamen. Und 6 Weizenkörner. Ich hoffe. Dass wir diese blöde Quest endlich fertig kriegen. Kapitel 5. Das Leben ist ein Bauernhof. Aber kein Ponyhof. Es ist nur ein Bauernhof. So, dann gehen wir mal zu den guten. Wer war denn das? War das Dagobert? Nee, Dagobert hieß ja woanders. Edwin. So, was brauchte ich jetzt nochmal? Karottensamen. 11. Bleib mal hier, Mensch, Junge. Ja, ich weiß. Karottensamen. Davon würde ich gerne 11 kaufen. Und Weizenkörner. Ich glaube, es waren. Waren das 6? Ja, ich glaube 6, ne? Quest fertig. See you soon. Nee, Weizenkorn. Hab ich doch gekauft, oder nicht? Habe ich Weizen gekauft? Nee, ich habe Weizen. Ich weiß, Weizenkörner. So, Weizen. Wo haben wir ihn denn da? Weizenkorn. Ja, das kaufe ich jetzt. 6 Mal, bitte. Oder habe ich nicht bestätigt? Verstehe ich nicht. Ich habe 6 Mal gekauft. Ja. Best goods in the valley. Komm, kaufen wir mal Weizenkörner, so viel wie geht. Aber viel wird es nicht mehr sein. Ich verstehe das gerade nicht. Ja, kauf mal 3. Goodbye. Ah ja, und jetzt geht's los. Jetzt muss ich... Kannst die Fackel ausmachen, brauchst nicht mehr. Jetzt muss ich mindestens 15 Feldparzellen haben. Und ich dachte, es wäre damit abgeschlossen. Aber ich habe schon 10. Von 15, also 5 muss ich nun anbauen. Und ich baue jetzt eine Menge an. Dass was geht. Was ist das für ein Tier? Was ist das denn? Ist das ein Rebhuhn? Ist das ein Vogel? Was ist denn das? Ja, es ist ein Vogel, okay. Er hat sich zu erkennen gegeben. Gut, das machen wir aber nächste Folge, denn das ist ihm noch ein weiter Weg bis zur nächsten Folge. Da wird das angebaut und dann hoffe ich, dass dann die Quest abgeschlossen ist und ich dann meine Dings erweitern kann. Mein Hof, mein Gehöft, meine Stadt, was auch immer. Domizil. Ihr wisst, was ich meine. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.